Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. In diesem Video zeige ich euch, wie man mit den Randbedingungen, die wir in dieser Tabelle schon gesehen haben, guckt euch sonst das Video nochmal dazu an, nämlich umgeht. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel hier unten einen Balken. So, der ist hier fest eingespannt mit einer festen Einspannung, greifende Kraft F an und ich habe jetzt hier links das X laufen. Erinnert euch, das sieht ja jetzt irgendwie so aus, dass man hier einmal eine Gleichung hat für unser W2', Punkt, Punkt, Punkt. Dann haben wir W' rausbekommen, Punkt, Punkt, Punkt und irgendwas für W, Punkt, Punkt, Punkt. Und hier irgendwas mit C1 mal X plus C2. Ne? Wer kennt das nicht noch? Ne? Unsere schönen, ja, Gleichgewicht, ach nicht Gleichgewicht, unsere schönen Differentialgleichungen, bis man hinterher bei der Durchbiegung ankommt, W' zum Beispiel unsere Neigung bzw. Verdrehung. So, und für uns ist jetzt wichtig, welche Randbedingungen muss ich jetzt für welches System hier verwenden? Beziehungsweise sind es nur Randbedingungen oder sind es teilweise auch Übergangsbedingungen? Fangen wir erstmal mit dem unteren an. So, was haben wir nochmal gelernt? Wir wissen, dass die Durchbiegung an einer festen Einspannung schon mal 0 ist. So, fange ich an mit der Durchbiegung, also W. W, an welcher Stelle jetzt eigentlich ist wichtig? Unser X läuft von links los, das heißt, an welcher Stelle wäre das? Ist das hier hinten oder ist das hier vorne? Hier vorne, also an der Stelle X, wenn X 0 ist. Also W an der Stelle X gleich 0 sollte jetzt, haben wir ja gesagt, Durchbiegung ist bei einer festen Einspannung 0. Ja, also ist das Ganze gleich 0. Also nochmal Revue passieren lassen. Die Durchbiegung an dieser Stelle X gleich 0 ist 0. Das heißt genau dieser Term hier. Was ist hier noch 0? Nicht nur die Durchbiegung, sondern auch unser W'. Also W' an der Stelle auch wieder X gleich 0, wir befinden uns ja in der festen Einspannung, ist auch hier 0. Und das Schöne ist, jetzt ist man hier quasi fertig, man hat alle Randbedingungen aufgestellt, kann das jetzt hier auch in diese Gleichung einsetzen und man wäre durch. Sehr cool. Das heißt, so ein Beispiel wäre schon mal relativ einfach. Schwieriger wird es hier oben. Also das waren jetzt hier die schönen, upsala, unsere schönen Randbedingungen. Rand-BDG nenne ich das jetzt einfach mal. Sehr schön. Okay, kommen wir nach hier oben. Was wissen wir vom Festlager und von einem Loslager? Wir wissen schon mal, im Festlager ist auch die Durchbiegung schon mal 0. Neigung nicht, denn das Ganze oder verdrehen kann sich das Ganze. Aber die Durchbiegung ist in diesem Punkt wirklich 0. Das heißt, unsere Durchbiegung W an der Stelle von X1, jetzt haben wir ja hier das X1 laufen, wir haben ja hier quasi zwei Bereiche, X1 und X2. W an der Stelle von X1 muss ja jetzt 0 sein, denn wir befinden uns ja wirklich im Lager, soll schon mal 0 sein. Zack. Erste, ich nenne sie auch hier wieder Randbedingungen. Ah, Mist. So. Randbedingungen. Was noch? Jetzt haben wir hier für unseren zweiten Bereich, wissen wir schon mal, dass an dem Loslager die Durchbiegung 0 sein muss. Das heißt, W an der Stelle X2, ja jetzt wo? Ist es immer noch 0? 0 würden wir uns ja hier bei der Kraft befinden. Nein. An der Stelle X2 gleich L halbe. So, da muss man also jetzt aufpassen. An der Stelle x2 gleich L halbe ist somit auch 0. So, sehr schön. Jetzt haben wir hier zwei Bedingungen für unsere Systeme. Aber wir haben ja schon gesehen, wir kriegen ja eigentlich hier immer zwei Integrationskonstanten raus. Einmal für System 1 und für System 2. Also hätte man hier C1, C2 und hier hätte man C3 und C4. Wir haben aber erst zwei Gleichungen. Kann also noch nicht reichen. Wir brauchen also noch zwei weitere Gleichungen. Also brauchen wir noch unsere Übergangsbedingungen. Übergangs-BDG nenne ich sie jetzt mal. So, was heißt das für uns? Wenn ich jetzt mal hier die Durchbiegung einzeichnen würde, die hinterher entsteht durch die Kraft F, sieht das ungefähr so aus. Wenn ich jetzt hier unser W einzeichne, also W, dann sehe ich schon, dass unser W von dem System 1 oder dem Schnitt 1 das gleiche, die gleiche Durchbiegung sein muss wie von dem System 2. Bedeutet jetzt für uns, wenn ich eine Übergangsbedingung aufstelle, also W an der Stelle X1 gleich L halbe, damit ich mich wirklich hier in diesem Übergang befinde, das ist das Wichtige, ich muss mich jetzt im Übergang befinden. Das heißt, an der Stelle ist die Durchbiegung von beiden Systemen gleich. Also jetzt auch W von der Stelle X2 und jetzt ist in diesem Fall X2, muss ja 0 sein. Denn wir befinden uns ja nicht im Loslager, sondern im Übergang. Also W von X2 gleich 0. Ja, also merkt euch, wir wollen einmal vom System 1 an dieser Stelle sein und einmal vom System 2 an dieser Stelle. Das heißt, x1 muss L halbe sein, x2 muss 0 sein, damit hier das W gleich ist. Aber nicht nur unsere Durchbiegung ist gleich, sondern auch hier unsere Neigung, unsere Verdrehung. Denn wir haben hier quasi eine horizontale Tangente. Bedeutet auch, unser W' an der Stelle x1 gleich L halbe ist gleich unserem W' von unserem x2.
gleich 0. Das heißt auch, die Neigung bzw. Verdrehung an dieser Stelle ist identisch. So, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Wenn man erstmal zwei Bereiche hat, braucht man nicht nur Randbedingungen, sondern auch Übergangsbedingungen. Und ich wollte euch einfach nochmal zeigen, wie man diese Tabelle auf unsere verschiedenen Beispiele einfach mal anwendet, dass man das auch mal sieht, wofür man das eigentlich benutzt. So, ich hoffe, das hat euch nochmal ein bisschen geholfen, hat euch nochmal ein bisschen aufgeklärt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Klausuren und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.